auch, was auszuwählen hat. Für mich ist wichtig, dass wir jetzt intern und respektvoll miteinander diskutieren. Ich hatte schon intern mal gesagt, vor einigen Tagen, die Frage, wie respektvoll wir mit früherem und zukünftigem Personal umgehen, entscheidet ja als allererstes schon über die Frage unserer Glaubwürdigkeit im Land, weil wer sagt, wir wollen gemeinsam auch eine Öffnung darstellen, muss natürlich innerhalb der Partei selber dann auch offen und respektvoll miteinander diskutieren. Ich will aber auf eines hinweisen, dass wir, auch wenn Sie das jetzt so schön finden, wir haben jetzt wirklich nicht nur zu entscheiden, was, wer ist neues Führungspersonal. Das ist eine Geschichte. Mir ist wichtig, eins klarzustellen. Die Partei und auch die Fraktion haben jetzt eine ziemlich große Führungsaufgabe fürs ganze nächste Jahr, die nicht durch Personalentscheidung allein geregelt wird, sondern es geht um die Frage, den Wahlkampf aufzuarbeiten und auch wieder neue Wege zu gehen. Neuaufstellung ist nicht nur eine Personalentscheidung, Neuaufstellung heißt auch, zu lernen, was wir falsch gemacht haben. Wenn wir die Mitte der Gesellschaft gewinnen wollen, müssen wir auch einen anderen Diskussionsstil haben, müssen wir anders zugehen. Wenn wir die Mitte der Gesellschaft gewinnen wollen, müssen wir sagen, was sind unsere Werte und Ziele und offen zugehen und sagen, wir wollen mit Ihnen gemeinsam diskutieren, wie können wir diese Wege erreichen, was sind Ihre Möglichkeiten als Bürger, als Unternehmerin, als Unternehmer, als Wissenschaftler. Das darzustellen im Laufe des Jahres, wird der Punkt sein. Ich glaube, dass die Debatte des nächsten Jahres ungefähr auch eine Qualität erreichen kann von einem Grundsatzprogramm. Nur wenn wir so grundsätzlich daran gehen, kann am Ende auch stehen, das Gefühl im Land, die Grünen haben sich neu aufgestellt, sie haben alte Werkzeuge aufgegeben, sie denken nicht in Verboten, sie sind offen für einen Diskurs. Nö, ich bin ja Anhängerin mittelenglischer Umgangsformen, sozusagen als eine, die Prinz Charles und so kennt, ja, und schon mal mit ihm Cucumber-Sandwiches gegessen haben. Ich sage immer nur, ein bisschen weniger Beurteilung von Personen oder einfach salopp sagen, Generationenwechsel, damit ist das Problem gelöst, fände ich einfach hilfreich. Weil wir haben sozusagen eine personelle Neuaufstellung, aber dieses Personal muss mit der Gesamtpartei und Fraktion auch dieses nächste Jahr bearbeiten und bewerkstelligen. Und das ist die allerstärkste Basis, dass alle im Land das Gefühl haben, sie haben jetzt nicht nur neue Vorsitzende, die sie abends im Fernsehen sehen, sondern sie haben auch eine Partei, die sich an Haupt und Gliedern mit der Debatte beschäftigt hat. Ja? Wie ist unser Zugang? Die Tatsache, die Debatte über den Veggie Day, ich kriege auch diese Woche wieder viele positive Reaktionen auf das ganze Thema. Aber die Frage ist doch, wieso gab es diese Stelle, wo man über Verbotspartei reden konnte? Wir sind keine Verbotspartei, aber wieso konnte uns jemand an der Stelle so denunzieren? Das diskutieren Sie nicht in einem Monat, sondern das muss die ganze Partei diskutieren und am Ende muss auch eine materielle Neuaufstellung stehen. Sind überraschende... Debatte und die beschäftigt sich ja auch mit den Sondierungen. Also wer spricht, wenn die CDU Sie zu Gesprächen bittet? Das diskutieren wir unter anderem auch hier. Der Bundesvorstand hat dazu schon einen Beschluss gefasst und 4 Leute gefunden, die für diese erste Phase einer Sondierung da wären. Und alles weitere, größere Gruppen würden dann innerhalb der Partei entschieden, demokratisch. Ich halte jetzt nichts davon, da jetzt hektische Debatten zu machen. Und wenn einer sagt, wer wäre das? Ich, bitte? Ach so, aktuell wären das die beiden Parteivorsitzenden und die Spitzenkandidaten. Es ist nicht mit der Klappe um 18 Uhr endet das Amt, sondern es hat auch noch eine nachwirkende Aufstellung. Und das wäre natürlich nur die Kleingruppe. Es muss müsste gegebenenfalls eine größere Verhandlungsgruppe gefunden werden, wo alle Themen, alle Interessen, alle Gliederungen sich vertreten fühlen. Wäre denn ein überraschender Ausgang möglicher Sondierungsverhandlungen aus Ihrer Sicht denkbar? Oder wäre es nur Show? Nein. Ernsthaftigkeit. Ich glaube, dass auch Ernsthaftigkeit von uns quer durch die Partei erwartet wird, dass wir wirklich ernsthaft und respektvoll mit unserem Ergebnis umgehen und mit Gesprächen. Ändert aber nichts dran, dass wir gerade in diesem Wahlkampf ja gesehen haben, dass viele Vorstellungen der CDU und von uns ungefähr so miteinander gehen.
Wie weit müssten sich die CDU und CSU bewegen und in welchen Bereichen? Also, jetzt will ich noch mal sagen, geht es nicht um die Frage, weil ich jetzt gar nicht die Verhandlungen führe, wer muss sich wie, wo, was bewegen, sondern heute ist der Tag ein ganz normaler demokratischer Tag, an dem auf Bund-Länder-Ebene gemeinsam analysiert wird. Und lassen Sie uns das doch bitte strukturell tun. Das gehört zum professionellen Geschäft dazu. Danke.